Plusquamperfekt. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du wieder ein wundervolles Thema der deutschen Grammatik. Es geht um ein Tempus, das in der deutschen Sprache eher seltener, dafür aber sehr oft falsch verwendet wird, vor allem von Deutschen, das Plusquamperfekt. Ich habe dir zur heutigen Lektion eine tolle Übersicht mit Übungen und Lösungen erstellt, die du dir mit meinem kostenlosen 1x1 der Grammatik herunterladen kannst. Du findest den Link in der Beschreibung unter dem Video. Das heutige Thema ist übrigens ein Teil meines B-Grammatikkurses, der voraussichtlich Anfang 2022 wieder startet. Okay, bist du bereit? Dann geht's los. Ich zeige dir jetzt zwei Sätze, die meine deutschen Freunde oft verwenden, die aber leider falsch sind. Also Achtung, so funktioniert das Plusquamperfekt nicht. Am Wochenende war ich in der Stadt gewesen. Ich hatte dich gestern angerufen. Vorab, die Vergangenheitszeit Plusquamperfekt besteht aus einem Hilfsverb im Präteritum und dem Partizip 2. Du siehst, es ist im grammatischen Aufbau ähnlich wie das Perfekt, aber nicht in der Bedeutung. Also, warum sind die beiden Sätze falsch? Die Antwort ist ganz einfach. Das Plusquamperfekt steht nicht alleine. Man kombiniert es mit einer anderen Zeit der Vergangenheit und das ist entweder das Präteritum oder das Perfekt. Das siehst du jetzt an einigen Beispielen. Tim kaufte sich einen Porsche, nachdem er im Lotto gewonnen hatte. Lisa war sehr traurig, weil ihre Katze weggelaufen war. Die Schüler kamen zu spät zum Unterricht, da der Bus wegen eines Unfalls einen Umweg gefahren war. Wir sahen uns den Film an, den unsere Freunde uns empfohlen hatten. Ich war so glücklich, weil ich endlich die Prüfung bestanden hatte. Schau dir die Sätze einmal genau an und überlege, in welchen Situationen man das Plusquamperfekt benutzt. Fällt dir schon etwas auf? Fangen wir mal mit dem ersten Satz an. Er besteht aus dem Hauptsatz »Tim kaufte sich einen Porsche« und dem Nebensatz »Nachdem er im Lotto gewonnen hatte«. Wir machen zuerst eine inhaltliche und dann eine grammatische Analyse. Es gibt zwei Aktionen. Einmal den Kauf eines Porsches und dann den Lottogewinn. Jetzt kommt die große Preisfrage. Welche Aktion ist zuerst passiert? Natürlich der Lottogewinn. Sonst könnte Tim sich keinen Porsche kaufen. Aber welche Aktion wird im Satz zuerst genannt? Der Kauf des Porsches. Das heißt, wir berichten zuerst von einer Aktion in der Vergangenheit, also dem Kauf des Porsches, und danach erfahren wir, was vor dem Kauf des Porsches war. Das ist sozusagen eine Zeit vor der Vergangenheit und genau dafür braucht man das Plusquamperfekt. Deshalb nennt man es auch oft Vorvergangenheit. Und das ist auch der Grund, warum das Plusquamperfekt nicht alleine steht. Es braucht eine Verbindung zur Vergangenheit, sonst ist es nicht logisch. Zweiter Satz. Lisa war sehr traurig, weil ihre Katze weggelaufen war. Nochmal, welche Aktion ist zuerst passiert? Die Katze ist weggelaufen, denn erst dann war Lisa sehr traurig. Aber im Beispiel wird zuerst erwähnt, dass Lisa traurig war, also Aktion 2, und erst dann Aktion 1, dass die Katze vorher weggelaufen war. Und weil die Aktion mit der Katze in der Zeit vor der Vergangenheit stattfand, wird das Plusquamperfekt dafür verwendet. Gleiches gilt für Satz Nummer 3. Was ist zuerst passiert? Der Bus ist einen Umweg gefahren
Und erst dann sind die Kinder zu spät zum Unterricht gekommen. Aber im Satz erfahren wir zuerst, dass die Kinder zu spät kamen, und danach wird erzählt, was davor passierte, nämlich dass der Bus einen Umweg fahren musste. Ich möchte dir das mal an einem Schaubild verdeutlichen. Das ist die Zeit. Hier haben wir das Jetzt, die Zukunft und die Vergangenheit. In den ersten drei Beispielen beginnt die Situation in der Vergangenheit, also im Präteritum oder Perfekt. Das ist eigentlich egal. Tim kaufte sich einen Porsche, Lisa war traurig und die Schüler kamen zu spät zum Unterricht. Erst danach wird berichtet, was vorher passiert ist, also quasi in der Vorvergangenheit. Tim hatte im Lotto gewonnen, die Katze war weggelaufen und der Bus war einen Umweg gefahren. An diesem Schaubild kannst du gut erkennen, dass das Plusquamperfekt immer eine Verbindung zur Vergangenheit braucht, sonst kann man es nicht benutzen. Und das heißt gleichzeitig, dass man das Plusquamperfekt nicht mit dem Präsens benutzt, sondern immer nur mit einer Zeit der Vergangenheit, also entweder dem Präteritum oder dem Perfekt. Damit du es noch besser verstehst, zeige ich dir, was passiert, wenn man die Beispiele mit dem Präsens beginnt. Tim kauft sich einen Porsche, weil er im Lotto gewonnen hat. Siehst du, was passiert? Die Vergangenheitszeit kaufte steht jetzt in der Gegenwartsform kauft. Und weil man nicht zwei Schritte in der Vergangenheit zurückgeht, sondern immer nur einen Schritt, steht der zweite Teil nicht mehr im Plusquamperfekt, sondern im Perfekt und das ist gewonnen hat. Und das funktioniert im zweiten Satz genauso. Lisa ist sehr traurig, weil ihre Katze weggelaufen ist. Also im Hauptsatz Präsens, im Nebensatz Perfekt. Dritter Satz. Die Schüler kommen zu spät zum Unterricht, da der Bus wegen eines Unfalls einen Umweg gefahren ist. Ist dir das Thema schon ein bisschen klarer geworden? Schauen wir uns noch die letzten beiden Sätze an. Wir sahen uns den Film an, den unsere Freunde uns empfohlen hatten. Wann sahen wir den Film? Vielleicht gestern, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit, denn dieser Hauptsatz steht im Präteritum. Und wann bekamen wir die Empfehlung von unseren Freunden? Natürlich bevor wir den Film sahen. Also passierte diese Empfehlung in der Vorvergangenheit und steht deshalb im Plusquamperfekt. Kommen wir zum letzten Satz. Ich war so glücklich, weil ich endlich die Prüfung bestanden hatte. Der Hauptsatz steht in der Vergangenheitszeit Präteritum. Aber warum war ich glücklich? Weil ich davor die Prüfung bestanden hatte, also in der Vorvergangenheit. Und das ist das Plusquamperfekt. Oft sieht man das Plusquamperfekt zusammen mit der Konjunktion nachdem, denn damit kann man zeigen, dass eine Sache vor einer anderen Sache passiert ist. Die Gastgeber eröffneten das Buffet, nachdem alle Gäste auf der Feier angekommen waren. Die Dozentin begann ihren Vortrag, nachdem die Studenten sich auf ihre Plätze gesetzt hatten. Wir gingen direkt zum Flugzeug, nachdem wir am Flughafen eingecheckt hatten. Wie du siehst, steht das Plusquamperfekt immer im Nebensatz, in diesem Fall zusammen mit nachdem. Aber Achtung, der Nebensatz kann natürlich auch vorne stehen. Das heißt, dass auch das Plusquamperfekt vorne stehen kann. Nachdem alle Gäste auf der Feier angekommen waren, eröffneten die Gastgeber das Buffet. Nachdem die Studenten sich auf ihre Plätze gesetzt hatten, begann die Dozentin ihren Vortrag. Nachdem wir am Flughafen eingecheckt hatten, gingen wir direkt zum Flugzeug. Alle Sätze haben die gleiche Bedeutung. Aber warum benutzt man das Plusquamperfekt so selten? Wie du in dieser Lektion gelernt hast, braucht man es nur, wenn man über etwas erzählt, das in der Vergangenheit passiert ist
und man dann erzählen möchte, dass etwas noch früher passiert ist. Das heißt ja, man erzählt etwas von vorne nach hinten in der Zeit, also sozusagen rückwärts. Das ist aber normalerweise nicht üblich, denn wenn wir etwas erzählen, beginnen wir ja am Anfang und erzählen dann, was danach passiert ist, oder? Also zum Beispiel, Tim hat im Lotto gewonnen und sich dann einen Porsche gekauft. Tim gewann im Lotto und kaufte sich dann einen Porsche. Siehst du, wenn man in der normalen Reihenfolge erzählt, braucht man kein Plusquamperfekt. Ja, so funktioniert das Plusquamperfekt. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn es dir gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Dann kannst du noch schneller Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.